Hallo liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich erzählen vom Schwimmverein im Heidbergbad im Stadtteil Lesum in Bremen in der Zeit etwa 1965 bis 1967. In der Zeitspanne war ich als Gast in dem Schwimmverein zusammen mit meinen Freunden Fietsche, Ritzel, Lale und Bollo. Also die richtigen Vornamen von den damaligen Freunden habe ich vergessen. Ich habe mir nur die Spitznamen gemerkt. Mein Spitzname war Manni, ne? Also der Einzige, der im Schwimmverein trainiert hat, das war der Fietsche, ne? Also der Fietsche, der hat auch Wettkämpfe mitgemacht im Land Bremen und zwischen den Vereinen Wettkämpfe. Und der hat regelmäßig trainiert, ne? Und wir anderen vier, wir haben nur regelmäßig gebadet, ne? Wir haben dann natürlich auch viel Blödsinn gemacht, ne? Also ich habe da halt, ich bin da auch meine Bahn geschwommen, da im Freibad, aber ich habe halt nicht trainiert, genauso wie Ritzel, Lale und Bolle nicht trainiert haben. Die haben halt auch normal geschwommen, ne? Ja, und dann haben wir halt immer anschließend, wenn der Fietsche das Training beendet hatte, haben wir immer ausgiebig geduscht, ne? In den Duschen, da haben wir manchmal 20 Minuten drunter gestanden, ne? Bis die Haut ganz schrumpelig war, ne? Ne? Da haben wir gesagt, spaßeshalber, wir gehen 100 Meter duschen, ne? Ja, und sonst, der Zusammenhalt zwischen uns, der war ganz gut und so, ne? Also wir haben uns prima vertragen, ne? Also besonders im Sommer war es ja schön im Freibad, ne? Weil man da auf der Liegewiese liegen konnte. Und da sind wir vom Sprungturm gesprungen, vom 3-Meter-Brett, vom 5-Meter, ne? Naja, und im Winter, da war das Training im Hallenbad in Fegesack, ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe in St. Magnus gewohnt und das Freibad, das war in Lesum und das Hallenbad, das war in Fegesack. Das ist also alles Bremen-Nord, ne? Und Lesum grenzt an St. Magnus und zwischen St. Magnus und Fegesack liegt noch Kron dazwischen, ne? Naja, und da waren wir dann im Hallenbad in Bremen, da in Fegesack, ne? Und der Fietsche, der hat da im Hallenbad dann auch trainiert, ne? Wir sind immer nach dem Training in unsere Stammkneipe gegangen, ne? Und haben da Bier getrunken und dann war unser Lieblingsgericht, das war Strammer Max, haben wir Strammer Max gegessen, ne? Ja, und wir haben auch Fahrten unternommen, ne? Also ins Oldenburger Land, so, also im Umkreis von Bremen, ne, haben wir auch Fahrten unternommen, wo wir dann über Nacht geblieben sind und so weiter, ne. Und damals war das ja alles noch bescheidener, ne, weil so diesen Lebensstandard wie heute, ne, viele haben, ne, den gab es ja damals gar nicht, ne? Also da hatte niemand ein Auto oder wir sind alle mit dem Fahrrad gefahren, ne? Ja, und dann kann ich mich noch erinnern, der Trainer von dem Fietsche, das war der Hans, der war so ein bisschen kompakter, das war der Trainer von Fietsche, ne? Ja, und der hat immer mit einer Stoppuhr am Beckenrand gesessen und dann die Zeit genommen.
wie lange der Fietsche braucht. Ne? Ja, wir waren eine reine Männergesellschaft, ne? Also wir hatten alle keine Freundin, ne? Bis auf den Fietsche, der hatte eine Freundin, sonst waren wir alle solo. Ne? Naja, und mit Fietsche, Ritzel, Lale und Bollo, nicht, da habe ich auch eine Fahrradtour gemacht von Bremen aus, ne, also bis nach Süddeutschland, einmal bis zum Schwarzwald. Ne, da waren wir 3 oder 4 Wochen mit dem Fahrrad unterwegs. Ne. Am ersten Tag sind wir immer so 100 Kilometer gefahren. Ne. Und dann halt hier so 70 Kilometer immer an den Flussläufen entlang. Ne? Ja, und mit dem Fietsche, nicht, da hatte ich mal vor einigen Jahren mal wieder Kontakt. Ne? Da haben wir uns mal ausgetauscht, das ist so knapp 10 Jahre her. Ne? Von den anderen habe ich da nie mehr was von gehört, weil ich dann von Bremen weggezogen bin. Ne? Ja, und da ich halt alles aufschreibe von meinem Leben und meine Memoiren geschrieben habe, ne, habe ich halt auch diese Sache aufgeschrieben. Ne? Und ich hab auch eine Homepage www.ahnenkruse.de. Würde mich freuen, wenn Sie die Homepage mal besuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.